Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Becton Dickinson. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also Becton Dickinson ist ein großes Gesundheitsunternehmen, das bereits 1897 gegründet wurde und in der Medizintechnik tätig ist. Die Firma entwickelt und vertreibt zum Beispiel medizinische Geräte, Laborausstattung, Diagnosesysteme und medizinische Einmalprodukte, also unter anderem Spritzen, Katheter und viele weitere medizinische Produkte. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 61 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt einen vollen Punkt von mir. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,64 auf 3,16 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit gibt es auch hier von mir einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise, da hat die Aktie sich wirklich im Vergleich zu anderen Aktien sehr gut gehalten und ca. 34% an Wert verloren. Und damit gebe ich hier knapp noch einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Also auch hier schaut es ganz gut aus momentan, denn die Aktie hat in den letzten 10 Jahren um ca. 228% zugelegt. Und das ist wirklich eine sehr gute Kursperformance, würde ich sagen. Und damit vergibt es hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 50%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ebenfalls 50%. Und das ist sehr gut, meiner Meinung nach. Und damit gebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2019 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 3,94 $. Der ist dann im letzten Jahr wahrscheinlich aufgrund der Krise zurückgegangen auf 2,72 $ je Aktie. Allerdings für die Zukunft schaut es hier momentan wirklich wieder sehr gut aus, denn nach aktuellem Stand erwarten die Analysten momentan einen deutlichen Anstieg auf 7,61 $ je Aktie für 2021 also. Und damit gibt sie von mir auch einen vollen Punkt. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 32 und damit knapp oberhalb der 30er Marke. Und damit gibt es hier von mir 0 Punkte. Damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Becton Dickinson in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Also wirklich ein starkes Ergebnis, würde ich sagen. Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe. Dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck. Und hier landet Becton Dickinson mit den 6 erreichten Punkten auf dem 3. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste, die könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann zum Abschluss analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder-Tool. Und hier seht ihr mal zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie von ca. Ende 2007 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Mitte Oktober 2021. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs ziemlich genau mit der gestrichelten Linie übereinkommt, also sich überschneidet. Und damit scheint die Aktie momentan mehr oder weniger fair bewertet zu sein. So, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt also. Und dann kommen wir zum Schluss des Videos und hier noch kurz der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.